Ja, also Coronaviren sind die ganze Gruppe. Es gibt verschiedene Coronaviren. SARS-CoV-2 ist das jetzige Coronavirus, das die Pandemie ausgelöst hat. Und Covid-19, wie es richtig heißt, ist die Erkrankung Coronavirus Infectious Disease. Also das ist sozusagen die Abkürzung für die Erkrankung selbst. Das R, das ist sozusagen die Reproduktionszahl. Das ist diese Vorstellung oder das Modell, dass eben eine Person eine gewisse Anzahl von anderen anstecken kann während der gesamten infektiösen Dauer. Und die gibt es für jede Infektionskrankheit. Und für Coronaviren geht man davon aus, dass diese Reproduktionszahl so zwischen 2 und 4 liegt, ne? Vielleicht bei 3, 2,5. Also genau weiß man das nicht. Und das bedeutet eben, dass einer dann im Mittel 3 ansteckt und diese 3 wieder 3, das wären also 9 und dann diese wieder 3, das wären 27. Ne? Und so geht es dann weiter. Und wenn man das eben zum Beispiel jetzt 14 Mal machen würde, ne? Also 14 Generationszeiten, das wären dann knappe 14 Wochen, dann käme man auf eine Gesamtanzahl von fast 5 Millionen Infizierten. Wenn man das Ganze mit einer Reproduktionszahl von 2 durchspielt, also 2 stecken 4 an, 4 8, 8 16 und das 14 Mal macht, dann landet man, glaube ich, bei einer Reproduktionszahl von ungefähr 16 oder 17.000. Und daran kann man eben erkennen, wie wichtig das ist, dass wir unsere Kontakte reduzieren. Denn wenn wir es schaffen, ne, sozusagen von im Mittel 3 Angesteckten auf 2 zu kommen, ne, dann beeinflussen wir so eine epidemische Welle ganz, ganz erheblich. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, die Anzahl der Kontakte deutlich zu reduzieren, dann können wir diese Welle, die sozusagen auf uns zurollt, um eine gehörige Zeit verschieben, was uns natürlich erlaubt, dass wir uns besser präparieren können. Und wenn wir sozusagen gleichzeitig eine gewisse Anzahl von Infektionen noch zulassen, was passieren wird, das ergibt uns dann die Möglichkeit, dass wir die Welle tatsächlich sogar auch drücken können und dann sozusagen in der Spitze wesentlich weniger Erkrankte haben werden. Wir sehen das natürlich zunächst an unseren gemeldeten Zahlen, ne? Also an den Fällen, die diagnostiziert und dann an die Gesundheitsämter und später an das Landesgesundheitsamt übermittelt werden. Da ist sozusagen von Erkrankung bis zur Diagnose, bis die Daten bei uns landen und bis wir sie nach Berlin an das Robert-Koch-Institut weiterleiten, vergehen in der Regel so naja, fast 14 Tage. Das heißt, wir brauchen schon deutlich Zeit, um überhaupt zu sehen, dass diese Maßnahmen, die eingeleitet sind, wirken. Also der wichtigste Punkt in der Kette, das sieht ja immer so aus, als ob alle nicht schnell genug arbeiten, ist eben, dass ja von Ansteckung bis Erkrankung, ja, im Mittel schon fast eine Woche vergeht. Bei manchen Leuten ja sogar noch mehr Zeit, also teilweise ja bis zu 14 Tagen, sogenannte Inkubationszeit, ne? Und daraus wird schon klar, dass diejenigen, die wir heute als Erkrankte sehen und die gemeldet werden, eben nun Menschen sind, die sich letzte oder vorletzte Woche angesteckt haben. Und deswegen müssen wir sozusagen uns auf jeden Fall noch etwas gedulden, bis wir tatsächlich sehen können, ob die Maßnahmen, die in den letzten 14 Tagen eingeleitet worden sind, auch tatsächlich greifen. Also Schnelltest in dem Sinne, dass es so etwas wie einen Bedside-Test geben wird, also ein Test, den man vor Ort ausführen kann, so ähnlich dem Schwangerschaftstest. Das wird sicherlich noch eine gewisse Zeit dauern. Es gibt erste Tests, die in der Anwendung sind. Wir wissen bisher nicht, wie gut die Tests sind, also wie sicher, wie viel Falsch-Positive und Falsch-Negative es gibt. Aber wenn diese Tests da sein werden, dann haben wir zumindest vielleicht diese Chance, dass die Diagnose bei den Erkrankten etwas schneller gestellt werden kann, was natürlich dann wiederum den Vorteil hat, dass man etwas schneller reagieren kann, diese Leute schneller absondern kann, Kontaktpersonen eben auch zügiger absondern kann. Und das würde sozusagen natürlich ein noch unmittelbareres Handeln erlauben. Insofern ist es schon interessant, aber so weit sind wir leider noch nicht. Deutschland ist Testweltmeister, so nach dem, was ich weiß. Es war früher zu Zeiten der Schweinegrippe schon so. Niemand hat auf die Bevölkerungsgröße gemessen so viel getestet, wie wir das gemacht haben. Und auch jetzt testen wir sehr, sehr viel. Ja, also in Deutschland werden
täglich über 100, wöchentlich über 100.000 Tests durchgeführt. Wir in Baden-Württemberg bei inzwischen über 20.000 Tests pro Woche. Das heißt, wir machen da sehr viel. Ja, man sieht es ja auch an unseren Fallzahlen. Wir haben wenig Tote pro gemeldete Erkrankte. Das liegt sicherlich auch daran, weil bei uns eben sehr aktiv getestet wird und sozusagen viele Fälle entdeckt werden im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt aber natürlich keineswegs, dass Massentestungen möglich sind. Ja? Also die Bevölkerung in Baden-Württemberg ist natürlich so groß mit fast 11 Millionen, dass es nicht vorstellbar ist, dass man einfach in der Fläche alle Menschen, die Krankheitssymptome haben oder vielleicht auch noch diejenigen, die gar nicht erkrankt sind, sondern nur Kontakt hatten, testet. Das wird einfach nicht gehen. Das sind Zahlen, die wären nicht zu bewerkstelligen.